In der Tat ist das jetzt nicht Zufall, dass ich am Ende präsentiere, sondern hat was damit zu tun, dass es jetzt nochmal einen kleinen Abstraktionssprung gibt. Denn bei mir geht es tatsächlich nicht so sehr um das Annotieren konkreter Forschungsgegenstände durch Fachwissenschaftler, sondern bei mir geht es um das Annotieren des Prozesses der Interaktion zwischen Fachwissenschaftler und Forschungsgegenstand. Also was annotiert wird, ist gewisserweise die Forschungspraxis oder die Forschungsaktivität, um diese dann eben ja, evaluierbar und besser verstehbar zu machen. Das ist eine Perspektive, eine Tätigkeit, die tatsächlich schon seit einigen Jahren in den Digital Humanities vermehrt stattfindet. Und was ich hier aber präsentieren will, ist ein ganz besonderer Ansatz, dies zu tun, der sich komplementär zu anderen Aktivitäten in diesem Kontext verhält, auf die ich gleich noch kurz eingehen werde. Und die Tätigkeiten, Shanna hat es gesagt, haben in der ersten Hälfte der dritten Projektlaufphase von Daria stattgefunden. Und ja, die ausgearbeiteten Konzepte wurden dann im Kontext des Wissensspeichers, auch den werde ich am Ende kurz noch erwähnen, in der Mitte kurz noch beschreiben, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften getestet und illustriert. Ganz kurzer Überblick, also ich werde, wie gesagt, eingangs ein paar Worte verlieren über Aktivitäten zur Evaluation digitale Forschungspraxis in digitalen Umgebungen, so würde ich es lieber nennen. Dann werde ich auf die spezifische Methodik der Benutzeraktionsanalyse eingehen, welche Rolle sie in diesem Kontext spielen kann, denke ich. Und am Ende, wie gesagt, das Ganze beispielhaft illustrieren. Zwei Aktivitäten in diesem Kontext möchte ich ganz besonders hervorheben. Das eine ist die NEDIMA Method Ontology, entstanden unter anderem in dem Projekt NEDIMA, der Network for Digital Methods in the Arts and Humanities. Aber auch Daria hat seine Teile dazu beigetragen, durch die bei Dana vorhin schon erwähnte Tadira-Taxonomie, die bestimmte Terme bereithält, um eben halt Aktivitäten zu klassifizieren. Das Ganze wird auch in Daria weiter betrieben, zum Beispiel auf EU-Ebene durch, steht hier oben links DIMPO, das Digital Methods and Practice Observatory, also eine Arbeitsgruppe oder ein Netzwerk von Akteuren, insbesondere auch aus Griechenland, die eben versuchen ja, zu evaluieren und zu beschreiben, welche Praktiken, digitale Forschungspraktiken, ja, identifizierbar sind, wie Forschungspraktiken sich verändern durch die Einführung digitaler Methoden etc. Das zweite ist das Scholarly Domain Model, das kommt aus dem Europeana-Kontext. Und auch hier sozusagen der Versuch, durch formale Semantiken im Prinzip eine Kartografie anzufertigen über die unterschiedlichen Forschungspraktiken, Methoden innerhalb von digitalen Infrastrukturen, digitalen Arbeitsumgebungen. Und beide Projekte, das macht es jetzt sozusagen sehr deutlich, in was für einem Kontext das eingebettet ist, sind eben Infrastrukturprojekte. Das heißt, natürlich steht dahinter auch so ein bisschen die Motivation, besser identifizieren zu können, was Bedarfe sind, besser analysierbar zu machen, inwiefern aufgebaute Infrastruktur eben eine Hilfe ist in der geisteswissenschaftlichen Forschung, derlei Dinge. Kurz zwei Punkte zu der Logik hinter NEMO und dem Scholarly Domain Model, um klarzumachen, was der Ansatz, den ich präsentieren möchte, dafür eine Rolle vielleicht drin spielt. NEMO ist eine Ontologie, die hat, kann man sagen, drei verschiedene semantische Abstraktionsebenen. Die erste Ebene, das sehen wir auf der Visualisierung dort, sind im Prinzip ganz abstrakte, basale Terme, die die Eigenlogik von NEMO selber, wie NEMO ein Forschungsprozess abbilden möchte, wiedergibt. Also wir haben im Wesentlichen ganz, ganz oben Activities, Actors und Objects. Das sind sozusagen die abstrakten Grundkategorien. So, und auf der zweiten Ebene kann ich natürlich jetzt beschreiben, dass es ganz bestimmte Gruppen von Aktivitäten gibt. Zum Beispiel definiert NEMO die Aktivität Annotation Activity. Und so gruppiere ich dann sozusagen spezifische Aktivitäten etwas konkreter und ja, generiere Terme, mit denen ich dann, und das wäre die dritte
dritte sozusagen Ebene, die Anwendungsebene, bestimmte spezifische, konkrete Forschungsprozesse eben formal und strukturiert beschreiben und dann eben später auch auswerten kann. Und bei Nemo ist das so, zumindest in den meisten Beispielen, die Beispiele, die auf der Website selber gegeben werden, die Art und Weise, wie das Digital Method and Practice Observatory arbeitet, ist, dass ich sozusagen, nachdem Forschungsprozesse passiert sind, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit den Forschenden selber, diese Ontologie nehme und sozusagen konkretisiere, die Semantik konkretisiere zur Beschreibung dieses spezifischen Prozesses. Ich habe eine Beobachtungsperspektive, die ich habe, und eben eine Konkretisierung einer Semantik, die vorgängig ist und abstrakter ist. Und zunächst sieht das auch beim Scholarly Domain Model ganz ähnlich aus. Ich habe hier Scholarly Primitives, Activities und Operations, also auch da sozusagen schon so eine Hierarchie angedeutet. Aber eine Kleinigkeit funktioniert dort anders, und das ist angedeutet dadurch, dass ich die zwei oberen Abstraktionsebenen von der unteren so visuell voneinander getrennt sind und dass ich diese Pfeile habe an der linken und rechten Seite. Denn beim Scholarly Domain Model ist es so, dass die Idee ist, dass die Forscher selber, wenn sie kooperieren mit den entsprechenden Projekten, also in diesem DMTI-Projekt, ein Satellitenprojekt von Europeana, da haben sie es so gemacht, die Forscher selber sozusagen, bevor sie eine bestimmte Sache bearbeiten, sich den Scholarly Primitives und Activities dieses Modells bedienen und sie selber Entscheidungen darüber treffen, wie diese Semantik konkretisiert wird, um dann sozusagen strategisch im Voraus eine Art Workflow-Idee beschreiben, also ich habe vor, das und das und das und das zu machen. Dann wird diese Beschreibung geliefert und die Kuratoren des Modells gucken dann im Nachhinein sowohl auf die Konkretisierung der Semantik als auch auf dann die konkret beschriebenen Prozesse, um die Scholarly Primitives und Activities zu aktualisieren. Und das Charmante an diesem Modell ist dann sozusagen, dass dieses Modell die eigene Dynamik, also die Aktualisierung und die Möglichkeit, sozusagen Veränderungen in Verhaltensweisen abbildbar zu machen, quasi im Modell selbst mitdenkt. Also gegenüberstellen haben wir sozusagen auf der einen Seite, wie gesagt, Scholarly Domain Model hat eine abstrakte Ontologie erstmal. Es formuliert sozusagen die Beschreibung strategisch, das heißt im Voraus, und nimmt damit, was in Fachtermini sozusagen heißt, eine Workflow-Perspektive ein. DIMPO, auch abstrakte Ontologie, wird konkretisiert, aber eben aus einer Beobachterperspektive, vorwiegend im Nachhinein, nachdem ein Forschungsprozess stattgefunden. Aber eine Sache fehlt, und das ist das, wo dieses große Fragezeichen ist, nämlich es fehlt eine Perspektive, die sozusagen den Prozess der Bedeutungsgebung, der Interpretation dessen, was da passiert, aus dem Forschungsprozess selber, also aus der Situation heraus entwickelt und nicht sozusagen schon Vorentscheidungen darüber trifft, was eigentlich überhaupt als Aktivität überhaupt wahrgenommen und beschreibbar gemacht werden kann. Und das ist, glaube ich, genau der konzeptuelle Ort, wo dann die Benutzeraktionsanalyse gut hineinpasst, denn die Benutzeraktionsanalyse definiert, was zu dokumentierende Ereignisse sind und was Aktionen sind, eben vorwiegend auf der Basis von Funktionalität und Struktur, in dem Fall der digitalen Umgebung, die stattgefunden hat, die innerhalb der diese Aktionen stattfinden, aber eben nicht auch vor dem Hintergrund irgendeines konzeptuellen Modells, das vorher da ist, zur Klassifikation von Methodik und Praxis. Und bekannt ist die Benutzeraktionsanalyse vor allen Dingen aus solchen Bereichen wie Usability Testing, E-Commerce, also im Kontext von Recommendation System, Social Network Analysis, in den letzten Jahren tatsächlich auch zunehmend mehr im Cultural Heritage Bereich, also bei Repositorien etc. Und das Ganze, wie gesagt, hat eine klare strukturelle Trennung. Das heißt, erst definiere ich, was ein Ereignis ist, das ich dokumentieren möchte, und dann mache ich mir darüber Gedanken, wie ich dieser Kette von Ereignissen, also Bedeutung beimessen kann, sprich, wie ich sie interpretieren kann als eine strategisch ausgerichtete methodische Kette von Ereignissen. Und für beide Bereiche stellt also diese Domäne eben Methodiken bereit, von denen ich hier etwas kontingent einfach mal ein paar aufgelistet habe. Wir sehen, dass sie sehr unterschiedlich komplex sind, von Serverlogs, die nicht allzu viel Kontextinformationen bieten, bis zu
ja, sehr viel komplexeren, wie zum Beispiel das Einfügen von Programmcode beim Aufrufen, zum Beispiel einer Website, die dann im Hintergrund abläuft und eben sehr viel mehr Informationen erfassen kann darüber, was der Benutzer tut. Genauso auf der auswertungs- oder bedeutungsgebenden Seite. Wir haben manuelle Verfahren. Think aloud zum Beispiel bedeutet, dass jemand, während er etwas macht, also eben beschreibt, was er gerade intentional gedenkt zu tun und dadurch sozusagen Kontext erzeugt. Automatische Methoden wie Clustering etc. So, und an der Stelle, wie können wir das einbringen in den Kontext eben von digitalen Umgebungen, in denen irgendeine Form von Forschungsaktivität stattfindet? Beispiel hatte ich schon genannt, ist der Wissensspeicher der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ganz kurz, die Basisidee ist so ein bisschen, also es ist eigentlich, wenn man so will, ein Hub, ein Access Point für alle digitalen Ressourcen der Berlin-Brandenburgischen Akademie, sehr heterogen, von digitalen Editionen bis prosopographische Datenbanken bis zu profane Dinge wie PDFs etc., alles sozusagen darunter an verschiedenen Orten, und der Wissensspeicher möchte sozusagen dafür einen zentralen Access Point bieten. Und die Idee ist so ein bisschen sozusagen sukzessives zu ermöglichen, eben eine Interaktion, eben wegzukommen von den Ressourcen hin zu interagieren mit, ja, mit Informationen, die auf Basis der Ressourcen sozusagen gewonnen sind. Wir haben sozusagen einen Informationsraum, in dem wir recherchieren etc. können, und das wollten wir hier sozusagen abbilden. Wir hatten mehrere Ansatz, ich würde mich in diesem Vortrag auf das Erfassen von Browser- und User-Interface-Events konzentrieren, und zwar exakt mit dieser Methodik, die ich eben schon andeute, nämlich das Ingesten von Code beim Ausrufen des Benutzerinterfaces. Wie funktioniert das? Wir haben, wie gesagt, eine Umgebung in einem Browser, also eine Webseite. Jemand stellt einen Request an den Server. Dahinter steckt das Python Django Framework, also das für dynamische Website-Generierung verantwortlich ist. Das arbeitet eben mit HTML-Templates, in denen gibt es Variablen, in denen der Content eingefügt wird dynamisch. Und was wir jetzt gemacht haben, ist sozusagen spezifische Bereiche, Elemente, Fragmente dieser Website zu annotieren mit diesem wunderbar einfachen, einfachen Methodik, die HTML5 zur Verfügung gibt, nämlich das Data-Attribut. Also es ist ein Attribut in den HTML-Elementen, das kann ich erweitern mit weiteren Suffixen. Hier habe ich es genannt Data Event Owner, und so kann ich sozusagen über die Website Metadaten weitergeben. Und diese Metadaten, hier haben wir Data Event Owner, User Interface, Results Item Info, aber es gibt auch andere, zum Beispiel hier User Interface, Results Item Project etc. Damit kann ich sozusagen erstmal einen Bereich als ein identifizieren, auf dem ich Handlungen dokumentieren möchte, und gleichzeitig sozusagen vorklassifizieren, um was für einen Bereich es sich handelt, und damit sozusagen für eine automatische Verarbeitung vorbereiten. Wenn jetzt also die Website aufgerufen wird, dann gibt es halt eben so einen kleinen JavaScript-Code auf der Seite, der lädt jetzt also eine Bibliothek nach, und diese Bibliothek sorgt dafür, dass wenn immer auf diesen Bereichen, die markiert sind, also definierte Ereignisse stattfinden, können unterschiedlich sein, mit der Maus drüber fahren oder klicken etc., dann wird eine für die Art des Bereiches zugeschnittene Funktion, also Programmcode, aufgerufen, der sozusagen verarbeitet, was da passiert, Informationen extrahiert aus dem Kontext etc. Und das sehen wir sozusagen kurz hier. Das ist so eine Basisklasse einer solchen Klasse, die halt diese Information passt. Da steht jetzt erstmal nicht viel drin, aber hier wir sehen, Timecode wird halt mitgegeben, Typisierung, eine Researcher-ID, die im Hintergrund festgelegt wird, damit bestimmte Ereignisse zusammenhängend beschrieben werden können. Und wie gesagt, das ist die Basisklasse. Wir sehen hier unten, deutet sich das schon an, gibt es halt für jede Art von Aktion und jede Art von Bereich auf dem User-Interface sind sozusagen spezifische Klassen, die unterschiedliche Informationen parsen. Kurzer Überblick über verschiedene Ereignisse, klassifiziert, wo finden sie statt, welcher Seitenbereich, und ganz wichtig zum Beispiel eben schon festgestellt, welche Eigenschaften können sie haben, denn diese Eigenschaften, also bestimmte Zustände, die sie haben können etc., die geben natürlich dann Auskunft darüber, was stattgefunden hat. Das ist der Bereich sozusagen der Genese von Informationen. Jetzt wollen wir aber eben diese auch analysieren und visualisieren. Auch da haben wir vier verschiedene Verfahren getestet, wo ich jetzt kurz auf das
Taskmodell eingehen möchte und dann eben auf eine Visualisierung. Also genauso wie wir eben gerade in dem HTML-Code der Webseite für den Computer maschinenlesbar sozusagen diese Bereiche getaggt haben, kann ich natürlich auch das auf eine Art und Weise kodieren, die es ermöglicht, dass also der Mensch in etwas formalisierter Art und Weise jetzt beschreiben kann, was er auf dem Benutzerinterface tut. Also hier haben wir kleine Zahlencodes, beziehungsweise Buchstabe plus Zahl. Und was dadurch möglich wird, ist ein sogenanntes Taskmodell. Ein Taskmodell ist eigentlich nichts weiter als eine idealtypische Folge, Schrittfolge von Aktionen, die ich tue, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgaben kann ich sozusagen vorher als Implementierer festlegen oder an Leute weitergeben, die damit arbeiten müssen. Also hier haben wir zum Beispiel so ein Formular und da steht der Taskname. Die Frage ist, weiter unten kann man nicht lesen, ist, ob ein bestimmtes Thema innerhalb sozusagen der Akademie eigentlich schon beforscht worden ist oder nicht. Das wäre die Aufgabe, das möchte ich rausfinden. Beschreibe mir in einer Schrittfolge, die dann hier in einer ganz banalen Liste unter Verwendung dieser Codes dann ausgefüllt werden kann, was tust du, warum tust du es. So, und dann habe ich eine idealtypische, abstrakte und nicht an der Realität ausgerichtete Pfad, der mich zum Ziel führt. Und die Frage ist, was mache ich damit? Natürlich kann ich das also zum einen als gedanklichen Kontext benutzen, um die, wenn ich einen Blick auf die Daten werfe, also sozusagen hier Vergleiche anstellen, aber hier geht es, weil ich diese interpretative Seite lieber an der Visualisierung festmachen möchte, was wir getestet haben, ist eine automatische Auswertungsweise, die diese Taskmodells verwendet, denn ich kann ja jetzt jede Schrittfolge, die ich automatisch aufzeichne, kann ich im Prinzip repräsentieren als ein Punkt in einem n-dimensionalen Koordinatensystem, wobei n sozusagen die Zahl der Schritte ist. Also Schritt 1, 2, 3, das alles ist eine Achse in einem ganz, ganz komplexen multidimensionalen Koordinatensystem und dann komme ich sozusagen für jede Schrittfolge komme ich auf einen Punkt. Und jetzt kann ich Distanzen zwischen Punkten messen durch bestimmte Distanzmetriken und Algorithmen und kann natürlich sozusagen dann auf diese Art und Weise eben die dokumentierten Forschungsprozesse gewisserweise in die Nähe der idealtypischen Forschungsprozesse ausrichten bzw. gruppieren und dann eben auf der Basis eines solchen Ergebnisses dann weiterarbeiten. Das wäre die automatische Art und Weise, vielleicht eine mögliche damit umzugehen. Das andere ist die Frage, wie kann ich sozusagen eher in so einen interpretativen, ja geradezu explorativen Umgang oder Interpretationsvorgang mit den Daten finden. Da bietet sich natürlich eben das Mittel der Visualisierung an. Aber schön ist es natürlich, jetzt nicht einfach nur statische Diagramme zu haben für irgendwas, sondern um es wirklich explorierbar zu machen, wäre es eben gut, wenn ich mit Visualisierung interagieren kann, wenn Visualisierung immer wieder dynamisch auf der Basis meiner Interaktion modifiziert werden können. Und eine solche Möglichkeit bietet das Python-Visualisierungsframework Bouquet, heißt es, dass es mir also ermöglicht, Dashboards zu machen, wo ich unterschiedliche Komponenten zusammenfügen kann, die dann für mich zoombar, selektierbar und solcherlei Interaktion Dinge machen kann. So was haben wir hier getan mit 4 Widgets. Wir haben einen Bereich oben rechts, wo wir sozusagen in der Lage sind, Bereiche der Webseite abzubilden, die in Beziehung zu der jeweiligen Selektion stehen, die ich auf anderen Diagrammen gemacht habe. Wir haben eine Tabelle mit deskriptiven Statistiken, die auch abhängig sind davon, was für Ausschnitte ich mir auf den Diagrammen auswähle. Wir haben eine Verteilung von Ereignistypen auf der Zeitachse, also X ist die Zeitachse, Y ist die Art, die Klassifikation des Ereignisses. Und unten haben wir halt eben einfach die Anzahl der Ereignisse in der Zeit. Und genau das, was ich jetzt sozusagen machen kann, ist, ich sage, gib mir den Abschnitt heraus und automatisch verändern sich die anderen Visualisierungen sozusagen auf der Basis der Selektion, die ich mache. So kann ich durch diesen Datenraum eben explorieren. Ja, und das wäre es dann auch von mir als eine kurze Einführung daran, wie man eventuell eben komplementär zu diesen eher ontologischen Metamodellen, die zurzeit in Verwendung sind, um eben digitale Forschungsmethodik zu evaluieren, vielleicht eher ein Bottom-up-Ansatz mit ins Spielen bringen kann, der, glaube ich, in der Lage ist, so ein bisschen
dialogisch ja, da Lücken zu füllen in der Evaluation solcher Praktiken. Genau, und einen anderen Impuls geben. Vielen Dank. Nee, es geht gar nicht in die Richtung Effizienz, Ineffizienz. Es geht, das wäre ja furchtbar. Wer entscheidet denn, was jetzt daran ineffizient ist? Nein, es geht um was völlig anderes. Es geht tatsächlich darum, strategisches Verhalten identifizierbar zu machen. Das ist ja letztendlich, deswegen hatte ich diesen Kontext gegeben, also von Nemo und dem Scholarly Domain. Es gibt diese Aktivitäten, die sind sehr stark. Wie gesagt, ich denke, hängt auch eben mit diesen Infrastrukturen, also mit großen Investment zusammen, das einfach in den letzten Jahren vorhanden war, eben herauszubekommen, ja, was passiert da jetzt eigentlich? Was sind so Veränderungsprozesse im Forschungsverhalten durch die Einführung solcher digitalen Forschungsumgebung? Und was ich versucht habe zu zeigen am Anfang, ist, dass die beide trotz Unterschiede eben in einer bestimmten Logik funktionieren, die, glaube ich, für bestimmte Zwecke natürlich auch, also die pragmatisch ist und die auch gut funktioniert, aber die natürlich nicht vorbelastet ist. Und am Beispiel der Annotation haben wir das sehr gut gesehen. Also auf DARIA-EU-Ebene hatten wir auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Annotation, wo wir Annotationsverhalten erstmal völlig unabhängig von diesen Aktivitäten evaluiert haben. Dann hat er auch gesagt, der Begriff Annotation, wir meinen was völlig Unterschiedliches damit. Der Begriff Annotation wird in den letzten Jahren benutzt, um alles totzuschlagen. Und wenn ich ankomme und sage, das ist für mich Annotation, also klassifiziere ich die Tätigkeit Annotation, ich lerne nichts dadurch. Und das hat halt was damit zu tun, dass ich eine Semantik habe, die ist da und die trage ich heran und gleichzeitig wirkt sie jetzt so ein bisschen mit als Filter dessen, was ich wahrnehmen kann. Und so, das war die Motivation erstmal hinter diesem Ansatz, eben etwas zu verwenden, was möglichst wenig semantische Vorentscheidung im Kontext dieser Fragestellung eben macht und wo ich dann halt, wie gesagt, die Interpretation dessen, was da passiert, aus der Datenerhebung selber gewisserweise raus entwickeln kann. Und das ist jetzt eben auch nicht als Gegenansatz dazu gemeint, sondern wirklich als Komplementäransatz. Und wir haben es, um die zweite Frage zu beantworten, tatsächlich nur im Kontext des Wissensspeichers erstmal gemacht. Leider wissen wir, arbeite ich nicht mehr in Daria und auch nicht mehr an der BBAW, insofern kann ich nicht sagen, was die da jetzt mit weitergemacht haben, sondern wir haben jetzt erstmal sozusagen die konzeptuelle und auch gewisserweise technische Grundlage dafür geschaffen, aber damit war dann sozusagen in diesem Rahmen erstmal Schluss.